Katrin, ich spüre mich nicht beim Geschlechtsverkehr. Da unten ist es wie tot. Ich weiß nicht, ich spüre nichts. So, kannst du mir dabei helfen? Das ist eine Frage, die ich so oft in meiner Community bekomme und mitunter eins der größten Themen, weshalb Frauen zu mir kommen, dass sie sagen, ja, irgendwie ist meine Sexualität nicht ganz so erfüllt, weil ich zu wenig spüre. Also entweder ich habe keinen Orgasmus oder Sex macht mir einfach keinen Spaß oder gibt mir nichts, weil ich einfach überhaupt nichts währenddessen spüre. Klar, der Körperkontakt ist eigentlich ganz schön, aber ich spüre nichts. Das ist so ein Riesenthema, also quasi nichts zu spüren, weshalb viele Frauen bei mir im Coaching und in meinem Tantra-Retreat sind. Und da werde ich euch heute 5 Fragen zu stellen, also Auge zu Auge, an dich ein paar Fragen stellen, die du dir selbst beantworten kannst. Also du kannst es auch sehr gerne einfach nebenbei mit Stift und Zettel aufschreiben, damit du vielleicht im Nachhinein noch mal mehr Zeit hast, darüber zu journalen oder beziehungsweise halt das zu reflektieren. So, als allererstes natürlich die Frage, wenn ich jetzt mit dem Coaching bei dir sitzen würde und dich fragen würde, wäre, naja, was ist denn die Abstufung? Also was heißt denn eigentlich, dass du dich nicht spürst? Heißt es, dass du Schmerzen hast? Heißt es, dass du wirklich gar nichts spürst? Heißt es, dass du außen nichts spürst, dass du innen nichts spürst? Erklär mir das doch noch mal. Also versuch das mal genau zu beschreiben. Denn Taubheit ist ja auch ein Gefühl. Also nichts zu spüren, wenn es quasi eine Taubheit ist, ist es ja auch ein Gefühl. Also irgendwas wirst du spüren, ja? Und dadurch versuche ich immer erstmal rauszufinden, ja, was ist denn das Thema und wie intensiv oder schwierig ist die Herausforderung wirklich? Also bei den manchen heißt es dann, ich spüre mich nicht, bedeutet, ich habe keinen Orgasmus. Und bei anderen heißt es, ich spüre mich nicht, bedeutet, ich spüre wirklich nichts. Oder bei anderen heißt es, ich habe Schmerzen. Oder Sex ist unangenehm, aber Petting ist gut. Da gibt es einfach total viele verschiedene Abstufungen. Also überleg du mal für dich, was bedeutet für dich eigentlich nichts zu spüren? Denn, und da kommen wir zu Punkt 2, Sex ist nicht immer gleich Penetration. Also bedeutet nicht immer gleich Geschlechtsverkehr, dass man sich sozusagen vereinen muss. Sondern es kann ja auch total schön sein, Petting zu machen oder ja, einfach miteinander zu sein, körperlich zu sein, intim zu sein. Und das finde ich manchmal so schade, dass wir im Kopf immer so viel abwerten, nur weil diese eine Sache nicht funktioniert. Also ganz oft kommt dieses Wort funktionieren auch in meinen Coachings vor, was ich sehr schade finde, weil Sexualität sollte ja nicht funktionieren sein. Aber es ist leider bei vielen Frauen so. Oder auch Männern. genau, und deswegen ganz wichtig, mach dir mal klar, wo ist deine Lust, was macht dir Spaß und was nicht. Denn somit kannst du überhaupt erstmal rausfinden, was ist überhaupt das Grundthema. Weil wenn du sagst, das und das macht mir Spaß, das nicht, ist es natürlich eine ganz andere Basis, als mir macht gar nichts Spaß und ich finde eigentlich alles scheiße. Ja, da sind natürlich dann, daraus kann ich dann natürlich auch einschätzen im Coaching, wie groß ist eigentlich dieses Thema dahinter. Und natürlich darfst du dir auch, Frage 3, überlegen, will ich überhaupt gerade intim sein? Will ich überhaupt gerade Sex haben? Also ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, Schmerzen beim Sex, und habe gesagt, überleg dir mal, wenn ich Schmerzen beim Sex habe, bedeutet das ja auch so ein bisschen, ich möchte vielleicht niemanden hereinlassen. Ja? Aber es kann natürlich auch andere unterschiedliche Gründe haben, dass du vielleicht noch nicht bereit bist, dass es zu wenig lang, also dass das Petting, das Vorspiel zu wenig lang ist, dass du dann so geöffnet und empfangsbereit bist, dass du dann auch wirklich unten was spürst. Also da gibt es echt unterschiedlichste Abstufungen. Deswegen ganz wichtig, überleg mal, willst du das überhaupt oder willst du das nicht? Hast du vielleicht in deiner Vergangenheit relativ oft Sex gehabt, obwohl du es nicht wolltest? Dann kann es natürlich auch eine Reaktion vom Körper sein, dich zu schützen, zu sagen, in meiner Vergangenheit hatte ich super viel Sex, der mir nicht gut getan hat oder der weh getan hat oder. Und irgendwann sagt der Körper, okay, dann fühlen wir halt eben gar nichts mehr, dann bin ich jetzt aber raus. Und ja, deswegen überleg mal diese Situationen durch, wo du nichts gespürt hast. Was war da?
Wolltest du da wirklich? Wie ging es dir? Wie war dein mentaler und körperlicher Zustand? Und in Momenten, wo du vielleicht mehr Erregung und Lust gespürt hast und vielleicht eher Lust, also was wolltest oder auch was gespürt hast, was war denn da anders? Das mal zu reflektieren. Zusätzlich natürlich die Frage an dich, hast du schon mal deine Bedürfnisse und Grenzen klar ausgesprochen? Also wenn du jetzt eben weißt, das will ich und das will ich nicht und dann aber nichts sagst und dann genau das passiert, was du nicht willst, dann ist es einfach doof, weil dann sagst du nicht nein. Also dann lässt du quasi gestehen und sagst nicht nein. Du gehst da nicht in die Eigenermächtigung, sondern lässt einfach mit dir machen. Und das ist nie ein gutes, also eine gute Stabilität, nie eine gute Basis für Sexualität, sondern es führt eigentlich Schritt für Schritt in eine Abwärtsspirale von mein Körper, du musst jetzt einfach machen, so. Ich entscheide das jetzt, ich wehre mich nicht oder ich sag nichts und der Körper muss es ausbaden und irgendwann sagt der Körper eben, ja, fuck you, wenn du nicht auf mich hörst, wenn wir hier nicht als Team arbeiten, dann bin ich halt raus und dann kann es auch sein, dass du nichts mehr spürst, ja. Also ganz großes Thema ist dann aber auch so, wie soll ich sagen, also Sensibilisierung bzw. Desensibilisierung der Vagina, also quasi hiermit noch die nächste Frage, benutzt du einen Vibrator? Wenn ja, lass ihn bitte weg. Denn wenn du quasi immer dich nur mit dem Vibrator befriedigst, dann gewöhnt sich dein Zellgewebe daran, dass es so ein unglaublich krass stimulierender Reiz ist. Und das wird dann zum Standard. Und dann ist natürlich ein Penis, der nicht vibriert und sich vielleicht noch irgendwie dreht oder ich weiß nicht was, ist natürlich nicht mehr aufregend. Ja, dann bist du einfach... Und dann bist du quasi desensibilisiert durch diese ganze Stimulation. Also zu viel Stimulation, zu viel harter Sex, zu schnell Sex, obwohl du noch nicht offen bist, führt alles dazu, dass das Körper, dass das Gewebe sagt so, okay, ich desensibilisiere mich, ich gewöhne mich an diesen Reiz und dann wird natürlich weniger Reiz uninteressant. Ja? Und deswegen ganz wichtig, würde ich immer sagen, in so einer Situation Vibrator weglassen, vielleicht auch mal nicht so viel harten Sex haben, nein sagen, wenn es zu schnell geht, also diese Grenze am Anfang, am Eingang ist ja oft so, dass es so ein bisschen eng ist und da lassen einfach viele Frauen sich einfach so plupp, also so übergehen, also obwohl das da sich dehnt und schmerzhaft vielleicht auch ist für einen Moment, das würde ich nicht mehr machen, weil das auch dazu führt, dass du quasi desensibilisiert wirst. Natürlich kann auch ein Grund von ich spüre nichts sexuelle Unlust sein, also ich habe keine Lust drauf, ich lasse es mit mir machen eben, ich mache halt mal mit und dann würde ich dir empfehlen, schau mal mein Video zu sexueller Unlust an, weil das natürlich auch ganz viel mit sich bringt, ja. Also aber ganz wichtig einfach Grenz- und Bedürfniskommunikation. Wenn du was nicht willst, sag es. Wenn du was willst, sag es. Das ist halt einfach das A und O von Sexualität, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ganz wichtig natürlich auch noch so das Thema Selbstbefriedigung oder rausfinden, was möchte ich, was möchte ich nicht. Ja, wenn du dich nie gesehen fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass jemand immer und immer wieder einfach nur die Sexualität so macht, wie er es möchte. Zum Beispiel, wenn es eine sehr männlich dominierte Sexualität ist, also zum Beispiel jedes Mal eindringen, dann ist es halt vielleicht auch mal gut, sich zu überlegen, nein, aber was macht mir denn Spaß? Was ist denn meine weibliche Sexualität? Meine weibliche Sexualität kann sein, dass ich Petting einfach viel schöner finde in der Kombination mit Massage oder so. Und dann darfst du das aber auch kommunizieren und sagen, hey, das ist mir einfach total wichtig, das zu leben. Und wir können schon mal Sex haben, aber das ist was gerade nicht so resoniert mit mir. Und wenn ich das vielleicht auch mal eine Zeit lang wieder weglasse, kommt vielleicht auch die Lust wieder da drauf. Ja? Also weniger ist mehr, weglassen, ausruhen lassen, das Gewebe ist ein super Ansatz, aber natürlich sich auch viel fragen, warum ist es so? Hat es vielleicht auch was mit energetischen und emotionalen Themen zu tun? Was ist für Sex für mich eigentlich? Kann es sein, dass ich da eine Sexualität gerade lebe, die mit mir nicht übereinstimmt, die nicht stimmig ist? Und ganz klar, übermäßige Reize weglassen und rausfinden, was du möchtest. Es könnte ja auch sein, dass der Sex an sich einfach nicht gut ist, weil auch die Stellung und die Position nicht gut ist. Also da auch rauszufinden, in welcher
in welcher Position, wie schnell, wie langsam, wie tief, am Eingang. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Dinge. Und ich bin mir sicher, also ich kann wirklich zu 100% sagen, außer es ist wirklich ein Traumata oder anatomisch wirklich was da. Ja, also das darf man natürlich auch beim Arzt abchecken lassen, ob da irgendwie ein verletzter Beckennerv ist oder. Da gibt es schon einige Dinge, die dazu führen können. Aber wenn das alles quasi nicht der Fall ist, dann kann ich echt sagen, für dich gibt es Hoffnung. Gib nicht auf, sag nicht, ach, für mich ist es halt nichts, sondern mach dich auf die Suche, geh auf den Weg und sag, ja, doch, da gibt es was. Ich kann wieder lernen, was zu spüren. Ich vergleiche das immer gerne mit einem gebrochenen Arm. Der ist irgendwie auch mit der Zeit dann ziemlich irgendwie außer Kraft gesetzt und fühlt nichts mehr. Und man muss den dann auch quasi durch Physiotherapie langsam wieder antrainieren, lernen. Und genauso ist das eigentlich auch mit diesem, ich spüre nichts mehr. Es ist irgendwie wie weg. Okay, dann dürfen wir wieder in die Physiotherapie gehen und das sozusagen wieder miteinander verknüpfen. Die Nerven, das wohlige Gefühl, also die positiven Verknüpfungen wieder aufleben lassen. Und dementsprechend will ich euch hiermit einfach den Impuls geben, ihr seid nicht alleine. Es gibt ganz viele Frauen, die genau das Thema haben. Und es gibt was, was du dagegen tun kannst. Ich würde dir empfehlen, einfach mal diese Fragen nochmal wirken zu lassen. Und wenn du da Hilfe brauchst, natürlich gerne eine Anfrage für ein Coaching stellen. Oder noch besser eigentlich, wenn du möchtest, in eins meiner nächsten Tantra-Retreats zu kommen. Im Oktober wird das nächste sein, also Oktober 2021, und es folgen weitere, also ich denke so alles halbes bis dreiviertel des Jahr gibt es ein viertägiges Tantra-Retreat, genauso wie wahrscheinlich im Mai 2021 ein Sexual-Online-Kurs für Frauen starten wird, Explore Your Sex, wo wir 12 Wochen miteinander tief tauchen, rund um das Thema Körperbewusstsein, sich selbst mehr spüren und somit eine erfülltere Sexualität als Frau leben. Das kannst du dir auch schon mal vormerken. Und jetzt sage ich erstmal danke, dass du dabei warst. Wenn du hier bei YouTube zugeschaut hast, dann schreib mir doch mal in die Kommentare, was für Fragen noch offen sind und was du dazu denkst. Oder irgendwas anderes. Wie fandest du das Video? Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal und drück gerne die Glocke, damit du kein weiteres Video verpasst. Und alle, die auf dem Podcast zuschauen, die dürfen mir auch total gerne eine Podcast-Bewertung auf iTunes dalassen. Oder meinen Podcast natürlich sharen mit Freundinnen, dass der Podcast und mein YouTube-Kanal einfach größer wird und noch mehr Menschen hier willkommen sind. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Podcast. Ciao.